Na, rein geht's. Nur Asche hier. Ich muss Feuer machen. Ja. Reiß ich doch die Tür aus den Angeln und mach Feuer draus. Wird sowieso in die Nähe gerissen. So, hübsche Waldhütte. Wo finde ich hier Holz? Kreuzworträtsel, Suchworte. Er mag wohl Rätseleien. Ein Bett. Scheint das Schlafzimmer zu sein. Es ist ein Hundebett. Es riecht seltsam, ekelhaft. Na dann, schnell raus hier. Verschlossen. Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. So, jetzt kann ich dort, wie es aussieht, das Kaminfeuer anmachen. Nee, ist im anderen Raum. So, da ist der Kamin. Zack. Ich mag keine Rätsel. Aber ich muss sie deshalb nicht verbrennen. Ach so, das waren die Rätsel. Hab mich in der Tür geirrt. Und da ist der Kamin. Ich brauche erst etwas Feuerholz. Okay, wo kriegen wir Feuer? Ach so, ja, Feuerholz war vor der Tür. Müssen wir mal vor die Tür. Keine Chance, ich bin kein Pyromane. Das ist aber Feuerholz, oder? Das war die Idee. Man kann doch einfach Feuerholz. Siehst du? Kann ich ein bisschen Feuerholz nehmen und zack da rein. Hat doch. Man hat doch drei Segmente. Kann ich hier erst Feuerholz rein? Und dann muss Feuer machen. Und dann zack. Ah, endlich. Verdammt. Das Feuerholz ist feucht. Ich brauche etwas, um es leichter anzuzünden. Etwas Papier vielleicht. Und dann haben wir doch die Rätsel hier. Sofort erledigt. Das Haus ist sowieso futsch. Ich mag kein Rätsel, aber ich muss sie deshalb nicht verbrennen. Kannst du aber. Das würde nicht funktionieren. Ach so. Ich kann das wieder aufheben. Zack, Kreuzworträtsel, Suchworte. Er mag wohl Rätsel ein. Ich möchte das aufheben. Nimm. Take this. Okay, ich habe was aus dem Papierkorb genommen. Das sollte auch gehen. Sollen wir ja nicht gemein werden. Einfach seine Rätsel zerstören. Sind wir ja schon schlimm genug damit, dass wir sein Haus fänden. Ich werde diese Papiere zum Anzünden nehmen. Und diese Streichhölzer? Das sollte klappen. Aha, siehe, was ich erschuf. Ich machte Feuer. Na, ist doch perfekt. Oh, ich sehe, Sie haben Feuer gemacht. Gut, ich danke Ihnen. Gern geschehen. Es ist so dunkel hier. Ja, es gibt keinen Strom hier. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich Sie finde? Sie. Es war...
Wirklich rätselhaft. Das war schon, wie das. Nun, sie war noch hier, als ich abends zu Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen Morgen verschwunden. Dann muss sie drin sein. Das dachte ich auch, aber ich kann sie nirgendwo finden. Wenn sie sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben ein Deal, Sir. Ich bringe Ihnen meine Nachforschungen. Viel Glück, Junge. Ja, da guckt man natürlich erstmal drin nach. Besteht natürlich noch eine Möglichkeit. Wir waren zwar natürlich überall schon. Aber hallo. Es gab, glaube ich, eine Tür, die verschlossen war. Ja, hier, verschlossen. Nichts Interessantes hier. Eine Küche. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hundefutter und Wasserschüsseln. Nichts Interessantes hier. Doch, die Hundefutterschüssel würde ich schon als interessant erachten. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Oha, schon wieder zurück. Bin wohl einmal im Kreis gelaufen. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Schlafzimmer. Sie schläft im gleichen Raum wie ich. Okay, danke. Natürlich gucken wir im Schlafzimmer. Das ist nicht das Schlafzimmer. Wo ist das Schlafzimmer? Vielleicht finden wir dort ein paar Beweise. Da ist das Schlafzimmer. Das Hundebett, was so stinkt. Kreuzworträtsel. Nichts Interessantes hier. Okay, dieses Hundebett riecht nach Pisse und Seife. Könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Taylor danach. Und bist du dir sicher, dass es nach Seife riecht? Okay, fragen wir ihn danach. Ich bemerkte, dass das Hundebett riecht. Irgendwie komisch. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit dem Stinktier gestern. Oh, der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Shampoo. Das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schaue es mir an. Okay, ich schaue mir nochmal das Bett an. Es ist ein Hundebett. Okay, es riecht immer noch ekelhaft. Joa, ich würde dann mal sagen, da die Tür immer noch verschlossen ist, da wird vermutlich der Hund hinter sein. Hier ist nichts Interessantes. Betten über diesen Part und ja, ein Däumchen nach oben, ein Däumchen nach unten, wie es euch gefällt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dort lösen wir das Rätsel vom Hund. Ja. Ich weiß bloß nicht, wann der nächste Part kommt. Bestimmt kommt ihr irgendwann. Bis dahin, gehabt euch wohl. Haut rinne. Ich stelle mich hier nochmal ans Feuer. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.